Und damit herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Video. Ich bin der Booster und wir spielen eine Runde Watch Dogs Bad Blood. Das ist der erste, oder ich weiß gar nicht, ob es noch einen anderen, ich glaube, es gab noch andere DLC-Pakete. Sind aber irgendwelche Waffenskins oder irgendwas, keine Ahnung. Aber das ist der einzige Erweiterung DLC, den man auch mit Story, wo ein bisschen was dazugekommen ist. Und hier spielen wir auch nicht Aiden, sondern wir spielen hier Kenny oder T-Bone, sein Nickname. Seine Mission oder seine... Wir spielen seine Geschichte. Ich glaube, das trifft es besser. Die spielt nachdem wir mit Aiden Pierce quasi die Hauptstory durchgespielt haben, ist das so quasi, was hinten danach noch passiert ist mit Kenny. Oder T-Bone. Unentdeckt bleiben. Okay, okay, okay. Ach, wieder hier an dem Sägewerk. Du sagtest, du würdest das CTOS brauchen. Noch. Was meintest du damit? Die Menschen werden eines Tages aufwachen und merken, dass ihnen ihr Futter nicht mehr schmeckt. Klingt wie etwas, das die Pawnee-Miliz sagen würde. Ich verbreite aber keine Dummheiten. Glaub mir. Ich habe das Innere vom CTOS gesehen. Wie? Du schickst mich also zum nächsten Ziel der Miliz, ne? Ja. Viel Glück. Unentdeckt bleiben. Da oben ist ein Sniper. Unentdeckt heißt wahrscheinlich auch nicht sprengen oder so. Komm da nicht hin. Der schaut in die falsche Richtung. Oh, ihn sollen wir nur niederschlagen. Aber es wird ja nicht nur die eine Person sein, oder? Wir schauen nochmal auf die andere Seite von dem Gelände. Ach, hier oben. Ich dachte, es wäre auch was. Ich würde sich ja anbieten, dass hier mindestens noch einer rumdackelt. Aber nicht. Okay. Ich würde gerne wissen. Achso, der schaut links und rechts. Okay. Noch irgendwas? Nee. Aber es ist auch ein, also hier und da, also links und rechts stehen jeweils ein Sniper. Ich will einfach mal schauen, wie die reagieren. Den müsste man wahrscheinlich ausschalten. Den ausschalten und dann darüber. Ich würde gerne wissen, was mit dem Fließband, was da passiert. Scheint nichts Schlimmes zu sein. Hätte ich schwören können. Was ist? Soll ich dich reparieren? Ach, leck mich! Nichts, worum man sich Sorgen machen müsste. Okay, der fährt auf dem Fließband. Ich dachte, dass der vielleicht vom Holz oder irgendwie so weggenommen wird. Also mit dem Fließband kann man wahrscheinlich die Dings ändern, die Deckungspositionen, aber dass du damit wen killst oder so, eher nicht. Der wird auf jeden Fall ein Problem mit dem Anschleichen. Die Frage ist halt, nee,
Ich dachte, man kann von der Rampe auf den Kran, aber das wird wohl nicht funktionieren. Nee, das geht nicht. So, das haben wir schon mal. Das habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt, dass da unten noch ein gepanzerter rumläuft. Frage ist, kann man die Rampe einfach hoch? Also hier das Ding. Wahrscheinlich nicht, oder? Wohl. Okay. Ja, okay. Da haben wir den ja nicht, nicht killen darf. Sagen wir mal so, die Idee war interessant, aber sie hat jetzt nicht so. Hier unten ist noch einer. Ach, da drüben ist noch einer. Ich hatte zuerst den nur im Blick. Aber jetzt wissen wir wenigstens, was hier passiert. Theoretisch müssten wir den. Ja, Theorie und Praxis. Aber theoretisch müssten wir den da unten niedermachen. Aber hier. In der Hoffnung, dass der den nicht sieht. Genau. Und den müssen wir hier umnieten, bevor er sich, also kurz nachdem er sich umdreht und zurückläuft. Er braucht halt 5 Sekunden, bis er genug draufhaut, um dass der down ist, ne? Ach komm, nicht so weit. Ja, der ist ein Tick zu weit vorgelaufen. Vielleicht ist es auch nicht möglich, ihn auszuschalten. Ne? Das kann auch sein. Aber ihn können wir ausschalten, wenn er da hinten genau ins Eck geht. Na? Diesmal nicht der, oder was? Wen sollst du sonst nehmen? Muss schon der da hinten sein. Da hinten sind 2 im Eck. Jetzt habe ich ihn. Okay. Auf ein neues.
Das meine ich, es dauert ewig, den auszunocken. Ja, es war so klar. Ich dachte nicht, dass der uns sieht, wenn wir unten außen rumlaufen um den Fahrstuhl. Also ja, genau, Lift. Diesmal nur den. Das ist interessant. Oh, weil dann könnten wir den einen wegsnipern. Nein. Ah, jetzt war ich zu gierig. Jetzt war ich eindeutig zu gierig. Ich hätte gerne einen geilen Schuss. Ja, keine Chance. Ich dachte, man kann, wenn der auf den See schaut, dass er
dass er ja... Aber, ja. Ich glaube, den Weg, das können wir vergessen. Da kommen wir nicht hoch. Man kann halt sich auch irgendwie nicht hinknien oder so. Sondern das macht er halt automatisch, wenn der in der Zone ist oder halt nicht. Und manchmal macht er das irgendwie nicht. Okay, das gefällt mir nicht. Wir müssen nach ihm suchen. Geht da lang. Ich brauche nur diese Knarre. Erinnern Sie sich. Ja, wir sind leider aufgeflogen, aber ist egal jetzt. Das heißt Flucht. Ja, besser fliehen als da jetzt hier noch. Oh, bitte, bitte. Oh, wie groß ist denn das Gebiet? Keine Ahnung, auf wen die schießen oder wohin die schießen. Ich schwimme jetzt hier einfach aus der Zone raus. Okay. Kann ich mich hierher teleportieren? Dann bist du also fertig? Bin ich. Sheila, wegen deiner Frage. Ich will nicht, dass du denkst, dass ich wie diese Kerle bin. Das bin ich nicht. Das weiß ich doch. Ich will nur wissen, wer du bist. Warum erzählst du mir nicht ein bisschen? Wenn ich das täte, wäre unsere Kooperation vorbei. Sehr ominös. Naja, das war nicht meine Absicht. Naja, er versucht dich halt zu schützen, ne? Aber er erzählt dann trotzdem immer wieder irgendwas.
Ja, ich klau dir das Auto schon nicht. Ja, war nicht so ganz clean, die letzte Mission. Ich hätte vielleicht noch eine Sekunde warten sollen beim Drüberspringen über den Zaun und den dann nicht attackieren, sondern den einfach mal suchen lassen und in die andere Richtung rennen, den niederschlagen. Das wäre wahrscheinlich smarter gewesen. Unentdeckt bleiben, okay. Ach, wieder auf der Insel, okay. Gute Nachrichten. Dann leg los. Wir haben ein paar Leichen von der Pawnee-Miliz im Fluss gefunden. Du bist manchmal echt schräg. Die Täter waren vom Chicago South Club. Klingt, als wäre Wahlkampf bei der Mafia und irgendwer hat seine Kampagne gestartet. Ich will auch wählen. Das kannst du. Wir wissen, da gab es relativ wenig Kameras. Zumindest waren die immer ganz gut versteckt oder schwer zum Rankommen. Ach, da ist einer. Ja. Ich versuche mich hier ein bisschen dahinter zu verstecken, soweit wie das halt möglich ist. Vielleicht ist so besser. Ah, da hinten, da. Zielperson finden, ja. Ah, hier hinten war der Bunker, genau. Aber hier hinten haben wir keine Kamera. Ja. Keine Ahnung, wer hier die Zielperson sein soll. Wie gesagt, die kann halt irgendwo auch noch in einem Bereich stehen, wie da hinten, wo wir jetzt nicht hinkommen mit der Kamera. Hier steht auch noch wer. Vielleicht da unten irgendwo. Was mich halt verwirrt, dass wir auf dem Gelände nicht sehen. Ach, da. Da müssen wir hin Sachen uploaden. Okay, okay, okay. Das heißt, im besten Fall außen rum und dann da irgendwie anschleichen. Die Frage, können wir so weit außen rum, ohne das Gebiet zu verlassen? Schauen wir mal. Ja, wir müssen sie rauskriegen, ne? Cool wäre es, wenn wir uns hier im Wasser verstecken könnten. Ach, wir müssen nochmal um die ganze Insel. Dahin müssen wir. Okay, okay. Ich will mal kurz da oben schauen.
Ob wir von hier oben was sehen. Hier hinten gingen sie auf jeden Fall zu dem... Kann ich mich hier irgendwie verstecken? Naja, nicht so wirklich, ne? Auf jeden Fall, die Flucht ist natürlich Richtung Wasser dann. Der Dude kommt. Andere Dude kommt. Ich hoffe, die sehen uns nicht. So, 3/4 haben wir schon. Hätte nicht gerechnet, dass der uns da drüben sieht. Oder Gebiet verlassen. Ja, Gebiet verlassen gefällt mir doch am besten, die Option. So, und dann hier rüber. Darf ich mit? Fährt der auch, oder? Ich will den jetzt nicht sein Gefährt wegnehmen. Ach komm. Ja, der Wille war da, aber die Ausführung, sage ich mal, eher so mangelhaft. Das war ganz cool in Assassin's Creed. Wenn du ins Wasser bist, das war glaube ich schon in Orient, war schon so, da sind die dann mit einer kleinen Galeere angepaddelt gekommen, dann haben sie dich weiter transportiert oder du konntest halt das Schiff übernehmen, selber irgendwo hinfahren und bist dann vom Schiff runter und die sind dann halt weiter gepaddelt, das war echt cool. War dann natürlich in Odyssey natürlich dann nochmal ausgeprägter, nochmal geiler und dann konnte man ja auch mit den großen Schiffen rumfahren. Ah, das war schon... hat schon richtig Spaß gemacht. So. Am besten hier nach hinten, oder? Klingt, als hättest du den Club terrorisiert. Ich würde töten, um hören zu können, was die heute zu besprechen haben. Ich arbeite gerne auf Straßenlevel. Darum lieb ich dich. Ich meine, du weißt, was ich meine. Ja, also... Oh, na komm. Tu's nicht. Jetzt reit da bloß nicht drauf rum. Ich hab kein Interesse. Die Dame, wie mich dünkt, gelobt zu viel. Und jetzt noch die Shakespeare-Nummer. Du bist böse. Ja, ja, okay. Heißt, wir holen uns da oben einen Bauauftrag oder Schlägerei? Was war das andere? Oh, Waffenstore. Ja, das gefällt mir schon mal die Richtung.
Musik aus. Nein, Musik aus, bitte. Und was Ubisoft schon immer konnte, Open Worlds bauen, also die echt gigantische Welten. Und das sind in meinem Empfinden schon echte Open Worlds, weil du kannst halt von A nach B laufen, reisen, ohne Ladezone, außer du nutzt halt so einen Schnellreisepunkt, dann hast du halt eine kurze Ladezone. Aber dafür, da sparst du dir halt, keine Ahnung, 10 Minuten Weg. So. So, wir widmen uns gleich der Mission, aber erst nochmal hier Waffen-Check-up machen. So. Ich bin Cash abkassiert. Was kann ich für Sie tun? Okay, viel haben wir nicht verloren. Kann ich das eigentlich so einstellen, dass das auch ausgerüstet ist? Was wollen Sie denn von mir? Oh. Statt keine Waffen nutzen, okay. Zwei Zielpersonen niederschlagen. Okay. Hier wieder an dem Friedhof, oder? Hast du Lust auf eine neue Runde? Klar, Mann. Das gefällt mir. Hör zu, es gab noch einen Anschlag. Im Vorbeifahren. 4 Tote. Lockere Verbindung zum Chicago South Club. Wir konnten die Beteiligten aufspüren, aber ich habe keine Zeit, auf die Bürokratie zu warten. Naja, dafür hast du ja auch Leute wie mich, ja? Da hinten, den kann ich leider nicht sehen. Dings, das wollte ich nochmal sagen. Das ist mir. Ich habe das nämlich dann nach einigen Folgen nochmal nachrecherchiert. Ich hatte ja am Anfang behauptet oder gesagt oder gedacht, dass du vielleicht sogar den DLC spielen kannst, ohne das Hauptspiel zu besitzen, weil es wirkte so. Und es gibt einige auch Ubisoft-Spiele, die man zocken kann, ohne den DLC, ohne das Hauptspiel zu haben. Dann hast du zwar die Map oder so, aber halt nur den DLC oder das die DLC-Mission, whatever. Und ich hatte nochmal nachgeschaut, ob das wirklich so ist, aber es steht halt auch bei Steam, steht dabei, wenn du den DLC spielen möchtest, dann musst du auch das Hauptspiel besitzen. Warum kann ich den nicht auswählen? Das wollte ich nochmal einwerfen in die Diskussion, weil das hatte mich dann nicht ruhen lassen, ob das jetzt so ist oder nicht so ist. Und das ist, glaube ich, eine ganz nützliche Information, auch für euch. Da hinten läuft doch wer, aber... Jetzt habe ich ihn, oder? Nee. Da die sich halt alle so viel bewegen. Man müsste schauen, dass man den niederschlägt. Am besten an einer Stelle, wo wenig Leute hinschauen. Ja, das wird unser Target Nummer 1 sein. Der läuft hier. Also müssten wir eigentlich zuerst ihn ausschalten, am besten da, wo er gerade steht. Und dann uns hier ranpirschen. Irgendwie. Okay, schauen wir mal, wie wir das hinbekommen.
Hey, wir brauchen noch ein paar Leute. Ach, die zwei laufen jetzt weg. Naja, für dieses... Eigentlich wollte ich gar nicht kämpfen mehr, weil es wäre schon sinnbefreit. Aber der hat uns gesehen. Oder? Ja, der hat uns... Oder der. Einer von den beiden hat uns gesehen. Wie wir hier rüber und den... Ich glaube, der hat uns gesehen. Wie wir den ausgeschaltet haben. Okay. Jetzt andere Verteilung. Hier ist eine Person. Da ist die zweite Person. Das heißt, wir könnten uns hier hinten anschleichen und den niederschlagen. Das heißt, wir müssten dann nur aufpassen, dass wir den da oben niederschlagen, richtig. Okay. Ist die Frage, wo läuft der da hin, ne? Nur darüber und dann wieder zurück? Ah, warte mal. Wäre, glaube ich, gar nicht unsmart, die zwei auszuschalten, weil das dürfte leicht möglich sein. Wann sieht der uns? Ah, jetzt. Okay. Ach, keine Waffen nutzen. Okay, damit haben wir das auch. Ah, der Typ kommt da gerade hoch. Jetzt laufen wir außen rum und holen uns den einen, der am Zaun lag. Oder am Zaun rumeiert. War hier runter. Genau hier. Wir gehen hier raus aus der Zone. Wir warten einfach mal, dass die sich wieder aufteilen. Ich sehe nichts. Ich guck mal woanders nach.
gehe weiter. Alles sauber. Ich gehe da lang. Nicht zu sehen. Ich gehe weiter. Ja, jetzt müssten wir eigentlich warten, bis sich der eine, den wir niederschlagen sollen, so weit absondert, dass wir den kurz takedownen. Wäre ganz cool, eigentlich die Kameras nebenbei noch zu checken. Ja. Ja, noch sind die alle recht eng beieinander. Ja, dass die alle in eine Richtung laufen, ne? Na, die sollen sich ein bisschen aufteilen. Kommt der jetzt hier hoch? Hier ist niemand. Ich gehe weiter. Nee. Ich hab hier nichts. Ich gehe darüber. Hier ist nichts zu sehen. Ich gehe weiter. Da hinten sind wir, genau. Ich hab hier nichts. Ich gehe darüber. Alles sauber. Ich gehe da lang. Hier ist nichts. Ich guck da drüben. Hier ist nichts. Ich guck da drüben. Alles sauber, ich gehe da lang. Nicht zu sehen, ich gehe weiter. Alles sauber, ich gehe da lang. Alles sauber. Ich gehe da lang. Ich sehe nichts. Ich guck mal woanders nach. Na, schade. Er war gerade hier. Machen wir mal ein bisschen Chaos, wenn ein paar Leute weniger sind. Das ist sicher auch nicht ganz verkehrt. Mehr Waffen haben wir eh schon eingesetzt, ne? Also von dem her. Hier gibt es zwei Sprengplatten noch. Okay. Aber wir haben schon ein bisschen ausgedünnt, oder? Ach nein, doch. Die drei. Wo sind denn die Platten? Ach, da ist eine Platte. Wo ist die andere Platte? Hier. Ah, okay. Hier ist nichts zu sehen. Kriegt Hilfe! Okay, noch einer weg. Hier ist hier nicht. Guck da drüben. Ich geh da rüber. Wenn es wahr ist, sind es nur noch zwei und den einen, den wir niederschlagen müssen. Wäre ja schon mal was. Aber hier hoch will keiner, ne? Es wäre geil, wenn einer darüber läuft, weil dann könnten wir versuchen, den einen rauszusnibbern mit der Pistole.
Aber da will keiner hochlaufen. Einer weg. Hier ist nichts zu sehen. Ich gehe weiter. Hier ist nichts. Ich guck da drüben. Okay. Sheila, ich habe die Fixe erledigt. Gut. Ich glaube, wir können das bald beenden. Ich habe eine solide Spur, aber ich kann noch nichts machen. Ich sag dir Bescheid. Wir müssen sie erledigen, bevor sie das nächste Mal morden. Das ist mein Plan. Okay. Ging dann doch. Ja. Nachdem wir die Waffe eingesetzt haben, war der Rest dann näher. Oh. Oh. Mhm. Hier wird schon der nächste vorbereitet. Nachdem wir, ja, mein Fehl, die Waffe ja schon genutzt haben, war es dann egal, na. Aber es war ganz, auch ganz praktisch, dass die Leute, die sich in die Luft gesprengt haben, auch gleich ein, zwei Leute mitgenommen haben. So konnten wir relativ schnell das Feld dann doch ausdünnen. So, Freiauftrag. Den, wo wir hinfahren müssen. Oder sollen. Dürfen. Je nachdem. Ah, Motorrad sehe ich schon. Nicht gut. Du brauchst ein Fahrzeug. Setz dich in Bewegung. Ich habe einen Job für dich. Nicht das Motorrad. Wahrscheinlich ein anderes Motorrad, oder? Ja. Nur gut, dass man an den Kabeln nicht hängen bleiben kann. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass wir es direkt beim ersten Mal komplett durchziehen können. Ja, wenigstens sie ist zufrieden, ne? Das ist ja schon mal Hauptsache. Da unten war aber auf jeden Fall auch noch ein Auftrag. Keine Ahnung, welcher das jetzt genau war, aber irgendwas war hier. Das hatten wir schon. Hier hinten haben wir nochmal Fahrauftrag. Und hier auch. Ja. Im Prinzip egal, wo wir hingehen, ne? Streckentechnisch ist beides ungefähr gleich weit weg. So, kann ich da? Hier auf dem Gelände hatten wir uns auch eine geile, ja, eine geile Mission gehabt mit den CTOS Sachen. Das war eigentlich ganz geil mit dem Heli verfolgen. Und dann, wie wir den Platz gestürmt haben, dann um die letzte Person zu hunten,
steigt er ins Auto und macht einen Highsider und springt da vorne und ja, ich nur noch hinterher, weil war echt funny. Hoch müssen wir, warte mal. Kommen wir hier auch hoch? Na, ist gar nicht hoch, aber dachte, es wirkte so, als wär's. Na, hier geht's noch ein bisschen rauf, okay. So. Chiller. I'm ready. Ich habe ein Problem, bei dem du mir helfen kannst, aber es könnte eskalieren. Bist du dabei? Eskalieren hört sich nach Stress an, ne? Da unten. Hier. Das war eigentlich auch ein nettes Rätsel hier mit den Satellitenschüsseln und so. Glück gehabt. Ja, komm, komm, komm. Nein! Ach. Einmal einen Millimeter zu stark eingelenkt und dann bleibt er direkt am Pfosten hängen, Alter. Ach mein, jetzt. Im ersten Trial hast du so, bist du angespannt und hast es und dann ist irgendwie alles verloren. Fuck Auto, Alter, wirklich.
Ach, natürlich. What? Ja, come on. Dann bist du gut im Rennen, dann passiert sowas. What? Gas geben, Gas geben. Boah. Gut gefahren, Mystery Man. Das hast du dir verdient. Naja, verdient. Keine Ahnung. Gut. Damit hätten wir wenigstens diese Mission. Achso. Kurz warten. Heißt, hier oben haben wir dann alles. Das heißt, wir könnten dann schon mal runterfahren zur nächsten Mission. Ich würde sagen, wir fahren jetzt noch rüber und wir starten dann in der nächsten Folge einfach mit der nächsten Mission. Weil ich gerade sehe, von der Aufnahme her sind wir schon wieder echt gut vorangekommen. Und ja, bietet sich an auf jeden Fall, wenn wir dann in der nächsten Mission instant dann gleich losstarten können. Ohne dass wir dann noch ewig hinfahren müssen. Wenn ihr auf der Suche seid nach einer Multigaming-Community, schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten gerne einen Kommentar da lassen oder so. Wenn ihr Fragen habt oder einfach so. Und wer vielleicht noch den ein oder anderen Spielkey sucht, gerne auch mal bei meinem Partner Instant Gaming vorbeischauen. Ich kriege dafür eine kleine Vermittlungsprovision, wenn ihr euch dort anmeldet oder irgendeinen Key kauft, würde mich ein bisschen supporten. Danke schon mal dafür. So, und dann haben wir es auch gleich geschafft. Ups. Na, perfekt. Dann sind wir schon da. Perfekt. Gute Voraussetzung für die nächste Folge. Ich danke euch fürs Dabeibleiben und hoffe, wir sehen uns dann einfach im nächsten Part wieder.
Bis dann. Servus.